Mach lieber weniger Sachen, dafür sehr hochwertig, dass du in ein Umfeld reinkommst von super erfolgreichen Menschen. Grüß dich! Aber ich gebe dir mal auf der einen Seite einen Cashflow-Tipp, wobei es eigentlich mehr so ein Mindset-Thema ist. Und wir befinden uns hier auf einer 50-Meter-Yacht, die Liquid Sky, ganz, ganz tolles Schiff. Und ich möchte mal ein bisschen ein Thema für Raise Your Standards oder einfach auch das Mindset einfach mal zu öffnen. Und wir haben heute hier auf dem Schiff einfach so tolle Sachen erlebt und einfach mal so ein Feeling bekommen. Wie muss es denn wirklich super erfolgreichen und super reichen Menschen gehen? Ich meine, die Yacht, die kostet hier roundabout über 20 Millionen Euro. Und das ist ja logisch, wenn man normales Einkommen generiert oder angestellt ist oder auch ein erfolgreicher Unternehmer ist, dann ist das teilweise so weit weg von jenseits von Gut und Böse, dass manche denken, hey, das kann ich ja niemals schaffen. Und ich habe mich gerade unterhalten mit einem tollen Geschäftsfreund und da hat er zu mir gesagt: Weißt du, Tobias, wenn man einen Tag verbringt mit so Menschen wie euch und auf der anderen Seite auf so einem Schiff so einen Tag verbringt, wir sind gerade mal 9 Leute auf dem Schiff mit 4 Decks und das ist ja absoluter Wahnsinn. Und dann hat man so überlegt: Mensch, warum sollte es nicht für einen selber möglich sein? Jetzt geht es gar nicht darum, dass ich dir erklären will, ja, du brauchst auch so eine Yacht oder ich brauche so eine Yacht. Ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Aber es geht darum, einfach mal zu überlegen, hey, warum gibt es solche Yachten und warum gibt es so schöne Villen? Wir waren in der Bucht von Port Andratx und das sind Villen für 50, 100 Millionen Euro. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, das ist ja brutal. Aber nur auch hier, ist es für einen selber erreichbar? Ja, es ist für jeden erreichbar. Das heißt nicht, dass man von heute auf morgen das Ganze erreichen muss. Aber wenn man ein konkretes Ziel hat und sagt einfach, der Energieaufwand ist genauso groß, groß zu denken oder sich nicht zu limitieren, wie klein zu denken. Und einer meiner Mentoren hat mir gesagt: Tobias, weißt du, warum es solche Yachten gibt? Weißt du, warum es solche Villen gibt? Weißt du, warum es so Schiffe gibt, Flugzeuge, Privatjets, Wohnungen, warum es so tolle Reisedomizile und so tolle Hotels gibt? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, warum gibt es das, warum gibt es das? Und dann sagt er zu mir, dass Menschen wie du und ich darin leben können mit ihren Familien, dass Menschen Privatjets nutzen können, um schneller von A nach B zu kommen, dass Menschen in Hotelanlagen einchecken können, wo andere sagen, wow, gibt es sowas in echt? Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Und es ist grundsätzlich alles möglich, was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst. Nur wir limitieren uns einfach immer, immer schnell selbst und das ist das Hauptproblem. Ja? Warum gibt es, wenn man hier im Hafen ist, dann denkt man sich, ja, wie viele Milliarden an Euros stehen denn hier rum? Und es gibt viele, viele Menschen, die haben viel Geld, die sind wohlhabend, die sind reich. Und warum nicht auch du? Es ist alles umsetzbar. Und mir wurde es hier einfach heute wieder ganz, ganz klar bewusst, dass ich muss mich in keinster Weise limitieren. Und dann möchte ich dich ermutigen, auch mal einfach raise your standards. Genieße Dinge, wo du sagst, das ist nicht alltäglich. Das habe ich, schaut mal, hier hinten stehen so zwei Mega-Dampfer. Das ist einfach grandios. Und limitier dich einfach nicht selber. Ja, sag einfach, hey, die Grenze ist der Himmel. Und selbst darüber hinaus geht es immer noch weiter. Und die tollsten Erfindungen und die schönsten Dinge sind erfunden, weil Menschen gesagt haben, das gibt's noch nicht. Und ich habe eine Idee, dass das richtig, richtig toll sein könnte. Und deswegen möchte ich das Ganze erfinden. Ja, und auch so kannst du starten. Wir haben uns vorhin über die Story unterhalten vom WhatsApp-Gründer. Ja, der WhatsApp-Gründer, was ist passiert? Der wurde von Yahoo damals gekündigt, hat sich bei Facebook beworben und wurde abgelehnt. Er wurde abgelehnt. Und hat dann aus dem Wohnzimmer raus WhatsApp gegründet, den Messenger-Dienst, und hat lustigerweise dieses Unternehmen 5 Jahre später an Facebook für 18 Milliarden Dollar verkauft. Ja, und das sieht man mal, was in welcher kurzen Zeit auch möglich ist. Und deswegen
ja, was soll ich sagen? Es ist einfach für jeden umsetzbar, wenn man eine tolle Idee hat, eine tolle Vision und sich selbst nicht limitiert, ist alles umsetzbar und alles möglich. Wenn du was machst, ob Reisen, ob ins Restaurant essen gehen oder Hobbys, dann komme in ein Feeling rein. Mach lieber weniger Sachen, dafür sehr hochwertig, dass du in ein Umfeld reinkommst von super erfolgreichen Menschen, dass du siehst, wie wohlhabende und reiche Menschen ihr Leben genießen, und dann kriegst du ein Gefühl dafür. Es ist besser, einmal im Jahr einen absoluten Luxusurlaub zu machen, in einem Ambiente, wo du sagst, das ist absolutes Top-Level, als dreimal durchschnittlichen Urlaub. Auch genauso im Restaurant essen gehen. Geh lieber in ein Luxusrestaurant, in ein Sterne-Restaurant essen, daran kannst du dich erinnern. Das sind Momente in deinem Leben, wo du niemals vergessen wirst. Und das hat einfach eine hohe Qualität, und das Beste sollte einfach gut genug sein. Es gab mal ein schönes Zitat: Ich habe einen sehr einfachen Geschmack, ich will einfach immer nur das Allerbeste. Und diese tollen Sachen gibt es extra für dich. Sie sind dafür da, dass du sie nutzen kannst, dass du sie erleben kannst mit deiner Familie, mit deinen Freunden, und deswegen setzt es um. Und ich freue mich, wenn dir der Tipp oder einfach generell die Information gefallen, die ich immer so im Channel auch wiedergebe. Und lass mir mal einen Kommentar, was so bisher für dich ein Highlight war in deinem Leben, wo du sagst, boah, das werde ich niemals vergessen. Für mich war das heute auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag. Den wollte ich mit dir einfach teilen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Cashflow-Tipp wiedersehen. Dein Tobias Retaber, Cashflow-Experte Nummer 1.